Neben mir sitzt ein Mann, der sagt, wir müssen alle aus unserem Hamsterrad kommen und unser Leben in die Hand nehmen, sonst wird es jemand anderes machen. Neben mir sitzt Michael Faas. Hallo Michael, schön, dass du da bist. Hallo Alisa, schön, dass ich da sein darf. Dieses Hamsterrad, ich glaube, das kennen wir alle. Was ist da so deine Beobachtung? Also meine Beobachtung geht eigentlich zurück auf die letzten 30 Jahre. Ich durfte mit über 15.000 Menschen darüber sprechen, über ihre Ziele, über ihre Wünsche und ihre Pläne. Und dabei habe ich festgestellt, dass viele Menschen gar nicht die Klarheit darüber haben, was sie in ihrem Leben erreichen möchten. Sie rennen wie gefühlt im Hamsterrad, wie auf einem Laufband und wundern sich, dass sie nicht vorwärts kommen. Das heißt, welche Perspektive fehlt uns da eigentlich? Uns fehlt eigentlich die Klarheit darüber, was wir privat, aber auch als Unternehmer in unserem Leben erreichen möchten. Wir haben den Luxus auf der einen Seite, dass es uns so gut geht wie noch nie. Wir haben Zugang zu Wissen, zu Informationen. Aber genau diese Informationsvielfalt, die führt dazu, dass wir nicht den klaren Plan haben. Ich mache ein Beispiel. Das ist so, wie wenn wir unterwegs sind auf der Autobahn oder auf der Landstraße und wir kommen an eine Kreuzung, eine Weggabelung. Und wenn wir unser Ziel nicht kennen, dann wissen wir gar nicht, wo wir abbiegen sollen. Und so geht es vielen Menschen im Leben. Was sind denn so Anzeichen, wo ich merke, ich befinde mich genau in diesem Hamsterrad? Dieses Hamsterrad, da müssen wir ehrlich sein, das betrifft dich, das betrifft mich. Wir kommen immer wieder in dieses Hamsterrad. Einfach, weil auch natürlich durch die Digitalisierung, durch die neuen Medien eine unglaubliche Vielfalt entsteht und dadurch auch eine Geschwindigkeit. Und spätestens, wenn wir merken, oh, ich habe da einen Termin vergessen, ich habe da jetzt einen Tag zu voll, ich schaff's gar nicht mehr alles unterzubringen und man fühlt sich selber unzufrieden, man fühlt sich gestresst, das sind Alarmsignale. Das sind Alarmsignale, wenn man merkt, ich werde nicht mehr fertig, ich habe abends das Gefühl, ich habe einen Tag hinter mir, habe aber gar nichts geschafft. Das ist ein Alarmsignal, um aus dem Hamsterrad auszusteigen. Aber das gelingt nicht so einfach. Was muss ich machen? Du hast da den Nagel auf den Kopf getroffen. Dazu sind wir Menschen. Wenn das alles so einfach wäre, dann hätten wir dieses Gespräch, dann bräuchten wir das gar nicht. Denn wir fallen immer wieder zurück in dieses Hamsterrad. Ja. Das ist beruflich so, das ist privat so. Und das liegt daran, dass wir alle verschiedene Lebensrollen haben. Wir haben unternehmerisch im Beruf eine Rolle einzunehmen, privat in der Beziehung, als Vater, als Ehemann, als Frau, als Mutter, als Freund. Und diesem allem gerecht zu werden, das ist das Schwierige. Und deshalb fallen wir immer wieder zurück in dieses Hamsterrad. Ja. Und ich habe Ideen, Möglichkeiten und Strategien entwickelt, wie es gelingt, schnell und einfach immer wieder herauszukommen. Da gehen wir jetzt mal ins Detail ein. Das heißt, welchen Menschen genau hilfst du? Also eigentlich helfe ich den Menschen, die bereit sind, etwas zu verändern. Weil da geht es schon los. Ich muss selber wissen, was will ich in meinem Leben erreichen und wo will ich hin. Und wenn ich nicht bereit bin, mich dem zu stellen, diesen Fragen, weil diese Fragen sind ja oftmals unangenehm, auch als Unternehmer, auch als Privatperson, herauszufinden, wo stehe ich und wo will ich hin. Und so helfe ich natürlich Unternehmen im Rahmen meiner Vorträge, Impulse für Mitarbeiterveranstaltungen, für Kundenveranstaltungen, aber auch Privatpersonen, die Online-Kurse von mir durchlaufen können, um zu lernen, wie es gelingt, herauszukommen aus diesem Hamsterrad. Denn der erste Schritt, das ist der wichtigste Schritt, anzuhalten. Und ich zeige es jetzt mal. Gerne. Einfach mal einzuatmen, die Luft anzuhalten und auszuatmen. Was so einfach klingt, das ist so wichtig. Und das ist ein Impuls, den kann ich dir jetzt geben, immer wieder im Lauf des Tages kurz anzuhalten, tief einzuatmen, die Luft anzuhalten und auszuatmen. Ja. Das ist der erste Schritt der Entschleunigung und dann spürt man wieder, wo stehe ich denn, wo bin ich denn gerade? Und diese Übung kann man sogar weiterentwickeln, indem man morgens nach dem Aufstehen und abends vorm zu Bett gehen einfach kurz darüber nachdenkt, wo stehe ich gerade, was möchte ich verändern, worauf bin ich stolz, wofür bin ich dankbar und dann auch den Mut zu fassen, Dinge anzunehmen und loszugehen. Bei dir war es ja auch wirklich ein Losgehen. Du hast angefangen als Banker, dann warst du im Vertrieb, bist danach Führungskraft gewesen und heute, du hast es gerade schon gesagt, bist du auch Speaker. Was waren bei dir damals so die Impulse? Also ich konnte genau das spüren. Also das war nicht so, dass ich das nur an anderen Menschen beobachten konnte, sondern ich war selber in diesem Hamsterrad. Ich bin selber in diesem Hamsterrad gerannt und man spürt ja selber, wenn man auf seinen Körper, auf seinen Bauch, auf sein Herz hört, dass man da nicht unglücklich ist.
ist. Ja. Und deshalb habe ich eine Entscheidung getroffen, das ist mittlerweile schon 10 Jahre her, dieses Wissen, diese Informationen weiterzugeben. Ich bin also aus meinem beruflichen Hamsterrad ausgestiegen, habe aber das Gute, das Positive mitgenommen, nämlich diese Erfahrungen, und die gebe ich weiter im Rahmen von meinen Vorträgen und von meinem Coaching. Jetzt würde mich ja interessieren, dadurch, dass du es ja 10 Jahre machst, die Digitalisierung hat sich in diesen oder hat wahnsinnig an Fahrt gewonnen innerhalb dieser letzten 10 Jahre. Sind mehr Menschen im Hamsterrad? Sind sie auf eine andere Art im Hamsterrad? Was ist da deine Beobachtung? Das ist ein ganz wichtiger Ansatz, denn unser Leben wird dynamisch, wird schneller und gefühlt vergeht die Zeit schneller. Und so kommen wir in dieses Hamsterrad. Denn wir erleben einen Paradigmenwechsel. Wir müssen als erstes mal annehmen und erkennen, dass sich die Welt verändert. Du hast es gerade gesagt, durch die Digitalisierung, durch die Globalisierung, aber auch durch die demografischen Auswirkungen. Wir verändern uns. Wir wachsen zusammen. Und da ist es wichtig, immer wieder zu reflektieren. Also im ersten Schritt aus dem Hamsterrad auszusteigen und im zweiten Schritt dieses Reflektieren in seinem Leben wirklich hineinspüren auf sein Herz, auf seinen Bauch. Ja. Wo stehe ich gerade? Wie geht es mir? Und wo will ich hin? Das ist der zweite Schritt und der ist so wichtig. Jetzt bist du sogar auf einem Bauernhof auch groß geworden und du hast einen besonderen Zug zu der Natur. Erzähl uns bitte mal ein bisschen mehr darüber. Das sind so die Wurzeln, also das, was einen auch erdet. Ich habe auch deshalb ein Diplom gemacht als Mentalcoach, um im Prinzip beide Bereiche zu verbinden. Also das Thema Leadership, du hast es schon angesprochen, das Thema Mitarbeiterführung, auch Management, wie organisiere ich mich? Und da kann man so viel von der Natur lernen. Das Thema Aussaat und Ernte, das Thema Resonanz. Und da kann ich natürlich meine Erfahrungen aus meiner Kindheit, aus dem Bauernhof, aus unserem land- und forstwirtschaftlichen Betrieb mit hineinbringen. Weil man muss in der Landwirtschaft lernen und auch in der Forstwirtschaft, ich muss Risiken kalkulieren, ich muss mich nach dem Wetter richten, ich kann nicht einfach am Gras ziehen und dann wächst es schneller, sondern ich muss auf der einen Seite diese Vorgaben der Natur akzeptieren und respektieren. Und deshalb ist es mir auch ein Herzensanliegen, diese Thematik Nachhaltigkeit, das zu verbinden mit dem modernen Managementwissen. Total spannend. Welchen Einfluss hat auch die Natur, wenn wir mal aus unserem Hamsterrad ausbrechen wollen? Also da gibt es einen weiteren ganz einfachen Tipp. Das merken Sie, wenn Sie mal ein paar Schritte in der Natur spazieren gehen. Beispielsweise im Wald, auf einer Wiese. Einfach zu spüren, dieses Atmen, wir haben es ja vorhin schon gelernt, einfach tief einatmen, die Luft anhalten und wieder ausatmen und diese frische Luft in der Natur zu spüren, Vögel zu hören, ein Windhauch, auch ein Regen, es kann auch im Regentag sein oder mal wirklich wie Kinder in eine Pfütze zu treten oder mal einer Blume zu riechen. Das alles sind Dinge, die man in unser tägliches Leben übertragen kann. Denn wir Menschen machen gerade durch dieses Hamsterrad, durch diesen Druck, diese Geschwindigkeit uns selber ängstlich. Ja. Wir kommen in eine Angst und Angst lähmt, die macht eng, wir können nicht tief durchatmen. Ja. Und wenn wir in die Natur spüren, dann merken wir, in der Natur ist alles geregelt. Das ist bei uns im Körper, unser Herz schlägt, unsere Lunge, wir atmen, unser Bauch, wir verdauen und so ist es auch in der Natur. Wir pflanzen etwas, wir säen etwas, es braucht Licht, es braucht Wasser und es braucht Geduld, Zeit. Ja. Und all das können wir lernen. Das heißt also, nicht ungeduldig zu sein und deshalb raus aus dem Hamsterrad, zu erkennen, wo stehe ich und noch viel, viel wichtiger, was will ich? Ja. Beispielsweise, wenn Sie Kirschen ernten möchten, dann brauche ich nicht einen Apfelbaum zu pflanzen, ich brauche nicht einen Birnbaum zu pflanzen, sondern ich muss einen Kirschbaum pflanzen. Ja. Und da ist noch ein wichtiges Thema, das ich an dieser Stelle ansprechen möchte. Bitte. Wann ist der richtige Zeitpunkt, einen Baum zu pflanzen? Der war, richtig, vor 25 Jahren. Und das ist auch so eine Parallele aus der Natur. Erfolg braucht immer Vorbereitung. Ich komme jetzt wieder an das Thema raus aus dem Hamsterrad, das Thema Fokussierung. Und wenn ich weiß, was ich will, dann kann ich auch Erfolg vorbereiten. Und wenn ich einen Baum pflanze vor 25 Jahren, diese Bäume, die kann ich jetzt die Früchte ernten.
Aber der zweitbeste Zeitpunkt, der ist jetzt hier und heute. Das heißt, ich kann jetzt hier und heute mit diesem Impuls rausgehen und sagen, was sind die großen Ziele in meinem Leben, die ich erreichen möchte? Mit meiner Familie, mit meinem Partner, Partnerin, mit den Kindern, im Unternehmen, was sind meine Unternehmensziele? Und diesen Baum zu pflanzen und wirklich daran zu arbeiten, dass man auch diese Früchte ernten kann. Ich glaube, daran hapert es immer ganz, ganz häufig, dieses jetzt in die Umsetzung zu gehen und nicht einfach nochmal weiter zu verschieben. Darf ich da noch was dazu sagen? Zwei Drittel der Menschen scheitern daran, an dieser Umsetzung. Die haben gute Gedanken, die haben gute Ideen, aber es fehlt der Mut. Ja. Der Mut, wirklich in die Umsetzung zu kommen und zu sagen, ja, ich mache das. Und da habe ich einen ganz wichtigen Impuls dazu. Wir haben 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Und es liegt an uns, was wir daraus machen. Mhm. Und da ist der jetzige Zeitpunkt zu sagen, ich reflektiere und denke drüber nach. Das wäre eine kleine Übung, die jeder jetzt machen kann, zu überlegen, was will ich heute, was will ich diese Woche umsetzen. Ja. Ich schreibe mir das auf und komme in diese Umsetzung. Denn so viele Menschen sagen, es ist wieder ein Jahr vorbei, 5 Jahre sind vorbei, 10 Jahre sind vorbei und ich habe nicht das geschafft, was ich eigentlich tun wollte. Mhm, und das ist das Thema Ablenkung. Und da müssen wir in die Umsetzung kommen. Das ist so schwer und das geht nur, wenn man sich regelmäßig daran erinnert, Rituale entwickelt, am Tag, in der Woche und sich immer wieder an seinen Zielen orientiert und diesen Mut fasst. Also Sie haben es gehört, Sie wissen, was Sie tun können, um Ihrem Hamsterrad zu entfliehen. Ein paar Aufgaben, die Sie heute Abend direkt umsetzen können. Michael, jetzt hast du auch 2 Erfolgsmodelle entwickelt. Bitte erzähl doch einmal ganz kurz, worum geht es in deinen beiden Erfolgsmodellen? Diese Erfolgsmodelle, die knüpfen genau an das an, was wir gesprochen haben. Ich habe zum einen das LERBA-Modell entwickelt, das steht für Lebenserfolgsbaum. Und das zweite ist die Zunge-Strategie, das steht für Umsetzung. Und zwar habe ich mich einfach mal dran gemacht und habe nachgedacht, wie kann ich den Menschen, den Unternehmern helfen, die nach meinen Vorträgen auf mich zukommen und sagen, Herr Faas, könnten Sie zu uns kommen, könnten Sie das den Mitarbeitern, den Kunden sagen, wie geht das, wie schaffe ich das, die Ziele herauszufinden und im zweiten Schritt auch in die Umsetzung zu kommen. Und dieses LERBA-Modell, das setze ich ein in Coaching-Gesprächen, in Beratungsgesprächen, vor allem mit Unternehmern. Da geht es einfach darum, dass jeder von uns Wurzeln hat, wie ein Baum. Das sind unsere Stärken, das sind unsere Talente, unsere Begabungen. Und dann haben wir einen Stamm, der steht für Wachstum. Mhm. Denn in der Natur wächst alles. Das ist auch so ein schönes Vorbild aus der Natur. Alles, was in der Natur nicht wächst, ist tot und stirbt. Ja. Das heißt, wir Menschen, wir dürfen keine Angst haben vor Veränderungen und vor Wachstum, wie in der Natur. Und dann kommen im Prinzip die Äste, die Blätter und das sind die Früchte. Ja. Das sind die Früchte, wenn wir den Baum vor 25 Jahren gepflanzt haben oder jetzt, wenn wir den heute pflanzen. Der beste Zeitpunkt, genau. Und dann kommt die Zunge-Strategie. Die Zunge-Strategie, die hilft, ein Momentum zu kreieren, also eine Umsetzung, dass wir wirklich schaffen, wir können Schritt für Schritt an unseren Zielen arbeiten. Mhm. Das ist, wie man ein Haus baut. Man fängt ja auch nicht an mit dem Dachstuhl, mit den Dachziegeln, sondern ich muss als erstes einen Plan machen, ich muss die Bodenplatte ausheben und dann kommen Schritt für Schritt die nächsten Schritte. Und so ist die Zunge-Strategie. Und die Zunge-Strategie, das ist ein Modell von mir, wo man quasi über 12 Monate Schritt für Schritt auf dem Weg seine Ziele erreichen kann. Wunderbar. Also ich finde, du hast uns allen heute schon einiges mit auf den Weg gegeben, was man umsetzen kann. Gerne. Vielen lieben Dank für die Impulse und vielen lieben Dank, dass du heute hier zu Gast warst. Gerne. Vielen Dank. Schön, dass ich da war.